Gaming, Videoplattformen, Computerdaten in der Cloud. Ihr Energiebedarf ist gewaltig und wächst stetig. Auf Rechenzentren entfallen inzwischen 3% des deutschen Stromverbrauchs, Tendenz steigend. Pro Minute werden im Internet zum Beispiel alleine 28.000 Netflix-Videos gestreamt, fast 700.000 Instagram-Stories geteilt oder 69 Millionen Nachrichten versendet. Die smarte neue Welt hat ihren Preis. Aber wie kann der Energiefresser Internet künftig grüner werden? In Stavanger an der norwegischen Westküste gibt es bereits ein klimafreundliches Rechenzentrum. Die Firma Green Mountain hat es hier 2009 gebaut, in einem ehemaligen NATO-Munitionslager. Auf 22.600 Quadratmetern werden hochsensible Daten aus aller Welt gespeichert. Torkild Vollau ist für die Nachhaltigkeit bei Green Mountain zuständig. Green Mountain begann mit der Idee, das nachhaltigste Rechenzentrum der Welt zu bauen. Und mit dieser Anlage in Rennesøy und dieser Berganlage und unserer Kühllösung haben wir das geschafft. Die Cloud ist wirklich etwas sehr Spannendes. Und sie ist hier. Die Cloud ist das Herz jedes Rechenzentrums. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, die Cloud so grün wie möglich zu machen. Die Cloud, in die immer mehr Firmen ihre IT auslagern, wird auf Servern gespeichert. Die erzeugen viel Wärme. Damit die Festplatten nicht überhitzen, müssen sie gekühlt werden. Green Mountain bietet eine sogenannte Co-Location an. Das heißt, die Firma stellt die Räumlichkeiten und Server zur Verfügung. Manche Kunden sind nicht mal bekannt. Sie wollen lieber anonym bleiben. Aus Angst vor Industriespionage. Die Anbindung von Rechenzentren ist sehr wichtig. Der südliche Teil Norwegens ist jetzt wirklich gut mit Kontinentaleuropa und Großbritannien verbunden. Wir haben zum Beispiel ein neues Glasfaserkabel von hier, der Westküste Norwegens, bis nach Newcastle gelegt. Anbindung und Übertragungszeiten sind also wirklich kein Problem mehr. Und die Nachfrage wächst ständig, nicht nur durch Handys oder Streaming. Auch der Gewerbe- und Dienstleistungssektor und die Industrie brauchen immer mehr Rechenleistung. Allein in Deutschland gibt es bereits rund 3000 Rechenzentren. Viele deutsche Unternehmen gehen nach Norwegen, unter ihnen Großkonzerne wie VW. Auch aus finanziellen Gründen, denn die Strompreise sind hier niedriger. Dazu die gute digitale Infrastruktur und kühle Temperaturen, die eine energieeffiziente Kühlung der Server möglich machen. Aber wären solche grünen, effizienten Rechenzentren nicht auch in Deutschland möglich? Wir treffen Tilman Santarius. Er ist Experte für nachhaltige Digitalisierung an der TU Berlin. Auf Rechenzentren entfallen inzwischen 3% des deutschen Stromverbrauchs, Tendenz steigend, denn die Anzahl der Rechenzentren nimmt laufend zu. Zwar sind Rechenzentren in den letzten Jahren im Schnitt 10-15% pro Jahr energieeffizienter geworden, aber weil eben die Datenverkehre so stark ansteigen und die Cloud laufend wächst, wurde insgesamt der Energieverbrauch nicht zurückgefahren und Szenarien gehen davon aus, dass er auch noch weiter ansteigen wird, trotz Effizienzsteigerungen. Der Energieverbrauch von Rechenzentren wird sich voraussichtlich von 10 Terawattstunden in 2010 bis 2025 auf 20 Terawattstunden verdoppeln. Im Einstein Center in Berlin sucht die Expertenrunde um Tilman Santarius nach Alternativen. Ökostrom ist eine Lösung. Eine weitere: man nutzt die Abwärme der Server und spart damit an anderer Stelle Energie. Was gerade diskutiert wird, ist, dass mindestens 30% der Abwärme von neu zu bauenden Rechenzentren genutzt werden soll. Das halte ich für zu wenig ambitioniert. Es gibt jetzt schon Datenzentren, die nutzen 50% der Abwärme oder mehr.
So wie das norwegische Unternehmen Green Mountain. Hier wird an einem bisher einmaligen Projekt gearbeitet. Eine Hummerfarm soll bald mit der Abwärme des Rechenzentrums betrieben werden. Das Meerwasser hat eine Durchschnittstemperatur von 8 Grad. Durch die Abwärme der Server im Rechenzentrum wird das Wasser auf 20 Grad erwärmt und weiter ins Hummerbecken geleitet. Ideale Bedingungen für die Schalentiere. Asbjørn Denstrik ist Hummerzüchter. Das Projekt mit Green Mountain bietet ihm eine kostengünstige Alternative, seine Hummer engmaschig zu überwachen und die Fortpflanzung zu fördern. Das hier ist ein Hummerweibchen mit Eiern auf der Unterseite. Wir haben für die Eier, wenn sie hier auf der Farm ausgebrütet werden, eine viel höhere Überlebensrate als im Meer. Und da wir immer etwa 10% der Jungtiere wieder freilassen, haben wir damit die Population um mehr als 100 Mal erhöht im Vergleich zur Fortpflanzung im Meer. Asbjørn ist mit dem Boot unterwegs. Er fängt erwachsene Tiere, die er für die Zucht braucht. Genau hier wird er später einige Jungtiere aus der Zucht wieder aussetzen. Dieser Ort ist besonders geeignet wegen seiner Winkel und Steine. Das mögen die Hummer sehr. Die felsigen Unterwasserreliefs liefern eigentlich ideale Lebensbedingungen für Hummer. Umweltverschmutzung und Klimawandel machen aber auch dem Hummer zunehmend zu schaffen. Ohne die regelmäßigen Auswilderungen drohen hier die Bestände zu verschwinden. Für den Meeresbiologen Asbjørn ist es ein Win-Win-Modell. Hummerzucht und gleichzeitig werden Natur und Klima geschützt. Dieses Projekt ist ein perfektes Beispiel für einen Wirtschaftskreislauf. So müssen wir keinen Strom aus dem Netz beziehen, sondern erhalten die Wärme direkt aus dem Rechenzentrum. Die Menschen verstehen das Grundprinzip, das hinter der Nutzung von Abwärme für die Lebensmittelproduktion steht. Und wir wollen herausfinden, wie wir die Symbiose von zwei unterschiedlichen Industrien kombinieren und nutzen können. Energie sinnvoll nutzen. Norwegen macht es vor, wie Datenzentren grüner werden können. Denn der Bedarf steigt. Die Gaming-Messe DreamHack in Hannover. Eine der größten in Deutschland. 34 Millionen Deutsche spielen inzwischen regelmäßig Computerspiele. Die Entwickler schaffen immer neue virtuelle Welten. Grafiken und Effekte werden immer komplexer. Und dafür wird Rechenleistung gebraucht. Die Gamer-Szene ist dabei weltweit virtuell vernetzt. Auch das frisst Energie. Doch inzwischen tut sich was. Ich glaube, dass Green Gaming so langsam in der Branche ankommt, auf jeden Fall. Gerade jetzt im Zuge der Energiekrise, wo jeder sich Gedanken darüber machen muss, wie kann ich Strom sparen, wie kann ich aber auch Geld sparen, weil das eine große Rolle spielt für viele Menschen. Es ist natürlich so, dass der Computer oder die Konsolen unsere Arbeitsgeräte sind und wir natürlich nicht so eine große Wahl haben. Aber das hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall gewandelt, dass diese Grafikkarten, aber auch Bildschirme immer weniger Strom verbrauchen und einfach immer effizienter werden. Maria Wagner ist seit Jahren passionierte Gamerin. Ihre Mission? Die Branche grüner machen, das Bewusstsein verändern. Mit klimabezogenen Games-Inhalten und nachhaltiger Produktion. Ich habe einfach gemerkt, dass das Medium Games eine unendliche Reichweite hat. Und es verbindet Menschen einfach global. Über Grenzen entstehen Kulturen und auch Lifestyles. Und das ist natürlich eine super Power, die man auch nutzen kann, um was Sinnvolles zu machen. Spiele können das Verhalten von Menschen verändern. Sie machen Spaß und sie bringen Menschen dazu, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und wir dachten uns einfach, wie kommt man am schnellsten an die 3 Billionen Spieler, die es ja auf der Welt. Also im Grunde spielt ja die Hälfte der Welt Spiele. Tatsächlich achten immer mehr Gamer darauf, wie viel Strom sie verbrauchen. Natürlich nicht nur wegen des Klimas. Auch die Kosten spielen eine große Rolle.
Auf die Frage, achten Sie beim Kauf von Gaming-Hardware stärker auf den Stromverbrauch, antworteten immerhin 21% der Gamer mit, stimme eher zu, und 17% mit, stimme voll zu. Die Themen Nachhaltigkeit und Energiesparen sind in der Branche grundsätzlich angekommen. Es geht immer um das Wie. Ich meine, hier wird super viel Energie verbrannt. Aber das Wichtige ist, dass man schaut, wie kann man das in der Zukunft nachhaltiger gestalten. Ja, ich habe mich lange dem verweigert. Und eigentlich mein Haupttelefon ist immer noch dieses nette Gerät hier. Und in dem Moment, wo ich Sachen bewusst einsetze und eben nicht jeden Tag mache, und das ist jetzt eine einmalige Sache, weil wir eben die DreamHack mal in Hannover haben und da dachte ich, könnte ich das für meine Schüler im Stream einfach mal tun. Mache ich das einfach mal, obwohl mir eben bewusst ist, was eben so dranhängt an Energieverbrauch. Grüner spielen, das Bewusstsein wächst. Und doch stellt sich nicht nur auf Gaming-Messen die Frage, wie viel Geräte, wie viel Rechenleistung und damit wie viel Strom am Ende wirklich nötig sind für ein digitales Leben. Wie viel Digitalisierung brauche ich für ein zufriedenes Leben, aber ohne politische Standards und ohne Vorreiterunternehmen, die aufzeigen, wie es geht, wird es nicht funktionieren? Bei Familie Reimisch in München ist der Alltag digital. Auch in der Küche. Alexa, was ist 50 geteilt durch 6? 50 geteilt durch 6 ist ungefähr 8,3333. Alexa, was ist 8,33 mal 8? 8,33 mal 8 ist 66,64. 66,64. Ob der Austausch mit Sprachsystemen, die multifunktionale Küchenmaschine oder das Match auf der Spielekonsole, überall wird Strom verbraucht. Wie viel tatsächlich, wissen die meisten Nutzer nicht. Auch die Familie von Nina Reimisch ist da keine Ausnahme. Unten wird gezockt, oben gestreamt, in bester Auflösung. Mit der Zunahme der Bildschirmgrößen steigt auch der Energieverbrauch. Ein 55-Zoll-Bildschirm verbraucht im Durchschnitt etwa doppelt so viel wie ein 32-Zoll-Gerät. Dass viel Energie von der Größe der Bildschirme, das habe ich noch nie gehört, dass das von der Größe der Bildschirme abhängig ist, wie viel Energie man verbraucht. Also wenn es so ist, dann sage ich meinen Kindern sofort, dass sie bitte ihre Filme nur noch auf dem Handy schauen sollen. Ja? Ich finde das jetzt teilweise auch echt schockierend, muss ich schon sagen. Was geht? Kannst du mir eine gute Serie empfehlen auf Netflix? Peaky Blinders. Peaky Blinders? Ist die spannend? Bis zum Ende, ja. Allein Streaming-Dienste verbrauchen weltweit knapp 200 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das ist mehr als ganz Deutschland, Italien und Polen zusammen. In München wird derweil weiter gestreamt. Auf allen Geräten. Auf dem Handy meistens, aber wenn er übers iPad spielt, dann kommt es auch so, ich mache übers Handy und er macht übers iPad. Häufig substituieren die Digitalen gar nicht die Analogen komplett, sondern es findet Add-on obendrauf Doppelkonsum statt. Ja, wir haben ja alle noch die DVD-Player und Stereoanlagen und so weiter rumstehen und hören gleichzeitig auf Spotify und streamen Filme. Und zweitens, digital ist es einfacher zu konsumieren. Wir können viel mehr Filme schauen, wir können sie anytime schauen. Das heißt, der Konsum insgesamt steigt an. Und so werden eben diese Einsparungen pro Serviceeinheit in der Summe dann mehr als aufgefressen. Es findet ein steigender ökologischer Fußabdruck statt. Also für mich war die Verbindung Handy-Strom eigentlich immer nur die, ich lade mein Handy auf und das verbraucht Strom. Dass aber Daten in dem Sinne auch Strom verbrauchen, das hatte ich eigentlich noch nicht wirklich so im Hinterkopf. Ne? Aber wenn ich das so höre, dass die wirklich viel Strom ziehen, also so rein intuitiv würde ich mein Handy jetzt einfach mal ein bisschen ausmisten. Vielleicht muss sie das künftig gar nicht. Aber nur dann, wenn es bald mehr nachhaltige Rechenzentren gibt.
Eggesande in der Nähe von Husum. Stefan Sladek ist Chef der Firma Future Cloud. Sein Unternehmen hat eine ungewöhnliche Idee umgesetzt. Die Abwärme seiner Server wird dazu genutzt, um auf dem Dach Algen zu züchten. Bislang kamen eben diese Algen immer aus diesen Regionen, wo sie heimisch sind. Das heißt, sie müssen über 10.000 Kilometer transportiert werden, was natürlich ganz und gar nicht emissionsfrei ist. Deswegen brauchte es eine Wärmequelle, damit die sich auch wohlfühlen. Also Photosynthese machen die ja auch ohne Wärme, aber sie fühlen sich halt bei diesen Temperaturen nicht wohl. Die legen sich quasi auf den Boden, wenn es kalt wird, und wie so ein Bär und machen Winterschlaf. In Schleswig-Holstein liegt die Temperatur im Sommer mit 18 Grad rund 3 Grad unter dem Bundesdurchschnitt. Das spart Strom beim Kühlen der Server. So, hier haben wir jetzt die Spirulina-Algen aus unserer letzten Ernte. Sehr gut. Leckere Ernte. Schmeckt so ein bisschen nussig. Die Spirulina wird in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie eingesetzt. Also wir haben hier ganz bei uns in der Nähe eine kleine Manufaktur für in erster Linie Hundefutter. Und die Hunde können diese Alge sehr gut aufnehmen. Die Algen können auch in der Kosmetik eingesetzt werden. Und es gibt bereits Studien, zum Beispiel bei Airbus, dass man daraus ein Flugbenzin machen kann. Und auch aus einem weiteren Grund ist der Standort ideal. Das Rechenzentrum mit Algenzucht steht auf einem ehemaligen Militärgelände. Es ist Teil des GreenTech Campus, ein Entwicklungszentrum für Nachhaltigkeit. Im Mittelpunkt steht die Windkraft. Martin Jensen ist Gründer und Chef. Er zapft mit seinem Auto direkt Strom. Aus einem der kleineren Windräder. Eine Umdrehung einer großen Windkraftanlage sorgt dafür, dass ich ein E-Fahrzeug komplett aufladen kann. Das sind so die kleinen Fahrzeuge. Wenn ich jetzt einen Linienbus habe, um mal in größere Einheiten zu denken, ich habe jetzt einen Schulbus und kann mit einer Umdrehung einer großen Windkraftanlage diesen vollbeladenen Schulbus 10 Kilometer transportieren. Das ist mal etwas, wo man sich mal richtig vorstellen kann, wie viel Power, wie viel Energie schenkt uns sozusagen eigentlich der liebe Petrus. Das Rechenzentrum läuft so mit 100% Ökostrom. Der Wetterapostel und die grünen Datenzentren, hier finden sie zusammen. Ich bin hier eben aufgewachsen an der schönen Nordseeküste. Und hier haben wir, wie wir ja sehen, jede Menge Energie. Sonnenenergie, aber vor allen Dingen auch Windenergie. Und da sind wir hier natürlich erstmal im Eldorado, logischerweise. Oder wie viele sagen, der Ruhrpott der Zukunft. Weil wir diese Ressource Windenergie eben hier komplett haben. Martin Jensen hat in den letzten Jahrzehnten über 30 Windparks in seiner Heimat gebaut. Die werden gebraucht. Aber oft müssen sie auch abgeschaltet werden, um eine Überlastung im Stromnetz zu verhindern. Wir ärgern uns extrem über die Abschaltung, weil die Netze nicht ausreichend gebaut wurden, weil wir selber nicht genug eigenen Verbrauch hier in Schleswig-Holstein haben, wird abgeschaltet. Aber eine neue Industrie, wie die Rechenzentrumsindustrie, die gehört natürlich dahin, wo wir eben sonst abschalten. Das heißt hier natürlich in den Norden und an die Küste erstmal den Verbrauch dorthin siedeln, wo die Ressource einfach günstig und verfügbar, nachhaltig und sicher ist. Es gibt viel Potenzial für grüne Rechenzentren in Deutschland. Trotzdem wandern viele ins Ausland ab. Wir sind wieder in Norwegen, diesmal in der Nähe von Oslo. In Ringerike baut die deutsche Firma AccuCompute ein 5000 Quadratmeter großes grünes Rechenzentrum. Für Nachhaltigkeitsmanager Karl von Hessen liegt der Vorteil auf der Hand. Hier gibt es viel grüne Energie.
Und das ohne deutsche Bürokratie. Als wir nach Norwegen gekommen sind und uns nach Standorten umgeschaut haben, sind wir auf großes Wohlwollen gestoßen. Super Beispiel ist tatsächlich der Genehmigungsprozess, der hier in Norwegen satte 10 Tage gedauert hat. Wir kennen uns auch mit den Regularien in Deutschland aus und da dauert eine Baugenehmigung in der Regel mal mindestens ein halbes Jahr. Das ist so der Durchschnitt, mit dem wir immer rechnen. Ah, Petter. Petter Tomeras ist Chef der Firma. Er ist stolz auf die Möglichkeiten, die sein Heimatland Norwegen Unternehmern wie ihm bietet. Stop. We see you later. Yeah, later, yeah, yeah. Schauen Sie sich dieses Stück Land an. Wir mussten nichts sprengen. Der Boden ist flach und sandig und wasserdurchlässig. Das ist gut, wenn es regnet. Also ein guter Ort, um ein großes Gebäude zu bauen. Wir sparen nicht nur Geld, sondern haben hier auch einen geringeren ökologischen Fußabdruck als anderswo. Die Entwicklung von grünen Rechenzentren kommt in Deutschland nur schleppend voran. Norwegen ist da schon einen Schritt weiter. Karl von Hessen fasst zusammen. Wir sind aber ja auch nur ein Teil der Gleichung. Am Ende des Tages muss die gesamte Industrie daran arbeiten. Dann müssen die Kunden mit ihren Servern daran arbeiten, dass sie weniger Strom fressen. Und sozusagen auch bis am Ende des Tages bis zum Nutzer, der wiederum auch sich vielleicht entscheiden muss, ob er jetzt das Katzenvideo streamt oder nicht. In Norwegen sind die Bedingungen für den nachhaltigen Betrieb von Rechenzentren besonders günstig. Hier erzeugen mehr als 25 Windparks und über 1500 Wasserkraftwerke rund 98% des Stroms. In Norwegen wird der größte Teil unserer Energie aus Wasserkraftwerken gewonnen. Ich stehe gerade an einem, das nur 3 Kilometer von unserem Rechenzentrum entfernt ist und 13.000 Häuser versorgen könnte. Ich denke, Deutschland kann in Sachen Nachhaltigkeit definitiv ein wenig von Norwegen lernen. Aber natürlich kann auch Norwegen von Deutschland lernen. Hoffentlich können wir das Beste aus beiden Welten vereinen. Die industrielle Erfahrung aus Deutschland und die Nachhaltigkeit, den geringen Kohlendioxidfußabdruck in Norwegen. Und beides zusammen zu etwas noch Besserem verbinden. Spieleabend bei den Rheinmeschs in München. Mal ganz analog. Naja, fast. Oft versuche ich abends, dass man zumindest gemeinsam zu Abend ist oder dass halt ein Essen am Tag ist, wo man dann zusammensitzt. Und da bestehe ich dann schon drauf, dass die Handys weggelegt werden. Die machen das ohne Murren, ja. Doch, das klappt ganz gut. Und klar, man muss sie dann schon irgendwie beschäftigen. Ja? Einfach dann sagen, Handys weg und dann aber kein Wort reden, das funktioniert halt nicht. Dann oft nach dem Essen oder so ist es dann auch so, dass wir dann sagen, hey, spielen wir irgendwas. Und dann wird da tatsächlich ein richtig schönes Spiel gespielt, ohne Handy, ohne Internet, ohne, ja. Eine gute Idee. Für das grüne Internet reicht das allerdings noch nicht. Dafür braucht es schlaue Ideen. Nicht nur zu Hause, sondern in der gesamten Gesellschaft, der Wirtschaft und Politik. Sonst wird die Digitalisierung zum großen Energiefresser. Gute Nacht, Jakob. Gute Nacht. Gute Nacht, Jasper. Gute Nacht. Gute Nacht, Joni. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht.